Willkommen zu einer neuen Folge des Mem-Videos. Heute, ja, aus nahezu aktuellem Anlass, geht es um das Thema Meinungsfreiheit. Mein persönlicher Anlass dazu ist, ich war vor etwa anderthalb Wochen hier auf einer Montagsdemo, wo sowohl eine Demo von der Pegida stattgefunden hat, als auch eine entsprechende Gegendemo gegen Pegida oder für Multikulti oder für, hier in dem Fall, für ein buntes Würzburg. Aber abgesehen davon fand ich es erstmal sehr interessant, mich persönlich davon, ja, zu überzeugen, wie das Ganze eigentlich abläuft. Bin vorher noch, bevor die Straßen abgesperrt wurden, durch den Bereich gelaufen, in dem sozusagen die Pegida-Demonstranten später dann, ich würde ja sagen, eingesperrt wurden, aber eigentlich sollte es ja eigentlich eine freie Meinungsäußerung sein, aber für mich hat das Ganze trotzdem den Eindruck eines Einsperrens, und in diesem Rahmen die Leute dann ihre Meinung kundtun dürfen. Auf jeden Fall war es interessant zu sehen, wie viel Polizei dort aufgeboten wurde. Irgendwie so 20 Mannschaftswagen standen da auf dem Residenzplatz. Die Polizisten verteilt, überall Straßensperren, also beziehungsweise solche Sperrgitter, womit dieser Demonstrationsweg abgesperrt worden ist. Und ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Einige Stunden vorher hat eben diese Gegendemo stattgefunden, und die sind dann eben in Richtung auf dieses andere Demonstration zumarschiert. Irgendwann ist mir dann sozusagen der schwarze Block, wie er so schon heißt, vorneweg mit ihren Parolen entgegengekommen. Und das ist letztlich das, was das Thema bei mir die ganze Zeit schon so irgendwie antriggert oder halt in Frage stellt. Was ist das eigentlich für eine Meinungsfreiheit? Weil die Parole, die dort letztlich von den Linken, ich nehme mal diese Begriffe, weil die üblich sind, dort mit rein. Und die Parole an der Stelle war, kein Recht auf Nazi-Propaganda. Was ich, wenn ich mir diesen Satz ein bisschen genauer anschaue, eigentlich auch schon ziemlich absurd finde. Weil die Linken sind doch eigentlich irgendwie Sozialisten oder sozialistisch angehaucht. Und dann sagen sie, Nationalsozialisten dürfen aber ihre Meinung nicht äußern. Das heißt, sie sagen eigentlich, Sozialisten dürfen nichts sagen, was ihnen nicht in den Kram passt. Also irgendwie schon ziemlich absurd mit diesem angeblichen Links-Rechts, wo auf beiden Seiten noch Sozialisten stehen. Aber auf der anderen Seite, was ich dann später zumindest von der Pegida gehört habe, solche netten Parolen wie von wegen Merkel muss weg, ist auch die Frage, was soll denn da verschwinden? Als ob die Merkel wirklich sozusagen der einzige Anlass und Impetus ist, warum jetzt so, wie wir aktuell mit Flüchtlingen verfahren wird. Das ist doch schließlich, wenn eines, was bei der Merkel vorhanden ist, ist es keine persönliche Meinung, sondern sie schwimmt letztlich immer auf der Meinung der Menschen in diesem Land. Und wenn die Menschen nun mal mehrheitlich meinen, sie müssten die Welt retten, dann wird Merkel dort vorne weglaufen. Und wenn die Menschen sagen, wir wollen die nicht mehr retten, dann wird Merkel die Erste sein, die Grenzen dicht macht. Also das ist auf jeden Fall ganz sicher. Aber eben, ich finde es halt sehr merkwürdig, dass das Ganze, also dass sich im Endeffekt beide Seiten damit bekämpfen, zu sagen, das läuft auf der einen Seite unter Meinungsfreiheit, sie wollen ihre Meinung äußern, aber sie wollen nicht zulassen, dass die andere Seite diese Meinung ebenfalls äußert. Und das ist doch einfach dieser Widerspruch, auf den ich ganz gerne einfach mal deutlich machen möchte und nochmal abheben möchte, zu sagen, wie absurd ist es denn, auf der einen Seite auf dieses Recht zu pochen, ich dürfte meine Meinung äußern, und es allen anderen abzuerkennen. Mir persönlich ist es da eigentlich viel lieber, auf der einen Seite mit Voltaire im Thema Toleranz zu sagen, solange du alle anderen tolerierst und ihre Meinung zulässt, sei dir das Recht auch gestattet, aber wenn du es nicht gibst, kannst du es auch nicht bekommen. Und von daher ist ist Toleranz im Endeffekt erstmal der Grundanker, mit dem man anderen Menschen zu begegnen, oder ich mir zumindest wünsche, dass andere Menschen so einander begegnen, weil nur dann kann überhaupt Kontakt entstehen und man sich vielleicht auch wieder verbinden und treffen und die Sorgen und Ängste von anderen Menschen wahrzunehmen. Denn an der Stelle, neben der Toleranz, ist für mich dann wieder Kant, und nicht der kantische Imperativ alleine, sondern letztlich sein Vertrauen auf die Vernunft, zu sagen, es ist doch vernünftig, mit anderen Menschen zu reden, statt
ja, letztlich dann Gewalt anzuwenden, weil die Polizisten, die da dazwischen standen, die in ihrer Uniform, in diesen schwarzen Uniformen schon ziemlich martialisch aussahen, immerhin haben sie die Helme abgelassen, so dass man zumindest noch sehen konnte, dass da Menschen drin stecken. Und ja, es ist schon sehr beeindruckend, wie die dann die Demonstration begleitet haben, so im langsamen Dauerlauf sozusagen dann mitgelaufen sind, um dann jeweils die aktuellen Sperren nochmal manntechnisch zu verstärken. Also, und wie gesagt, für mich ist das einzige Bild, was dabei rüberkommt, ist, ich kann eine Meinung in dieser Form nur äußern, indem ich letztlich eingesperrt werde, damit ich von anderen, die eigentlich auch das Recht auf Meinungsfreiheit irgendwie für sich beanspruchen, anderen nicht gönnen wollen. Und für mich ist einfach wichtig zu sagen, wenn wir uns schon einander begegnen, halte ich es immer noch für sinnvoller, Argumente auszutauschen. Und Argumente heißt nicht, wer die schlagkräftigeren Fäuste hat oder die lauteren Trillerpfeifen oder sonst irgendwelche Dinge, sondern letztlich tatsächlich intelligente Argumente, Gedanken, Worte miteinander zu reden. Weil das ist doch im Endeffekt das, was Frieden und Freiheit sichert, miteinander zu reden, statt sich gegenseitig anzugreifen und einzusperren. Auf jeden Fall soweit heute von mir, bloß ein paar Gedanken dazu. Es ist absurd, für die Meinungsfreiheit und für die Freiheit anderer einzustehen, wenn man gleichzeitig sagt, andere dürften, egal was für Gründe sie haben oder was für Ängste sie tragen, diese Menschen einfach dann zu sagen, nein, eure Ängste gehören hier nicht her, wir vertreten euch nicht, was ja auch noch dieses anmaßende Primat von Politikern wohl ist, die dann sagen, ja, mit Leuten, die im Endeffekt im Pegida-Raum sich irgendwie aufhalten, die gehören hier nicht her. Die sind ja im Endeffekt keine Menschen. Letztendlich stellen sie sich damit auf die gleiche Seite, was sie den Pegida-Leuten ja vorwerfen, die diese gleiche Paroli gegenüber anscheinend Flüchtlingen anbringen, zu sagen, wir wollen die Flüchtlinge nicht hier haben. Und die, die die Flüchtlinge hier haben wollen, sagen, wir wollen die Menschen nicht hier haben, die was gegen die Flüchtlinge hier haben. Also es ist doch absurd. Das heißt, beide stehen letztlich auf der gleichen Seite und bekämpfen sich mit den gleichen Argumentationen und merken sich, dass im Endeffekt Freiheit und Meinungsfreiheit damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern im Gegenteil. Das ist genau das, wo Demokratie hinführt, zu sagen, hier herrschen nur die Meinungen, die im Endeffekt von anderen zugelassen werden und alles andere kannst du vergessen. Individualität ist dann auch bald Geschichte. Also soweit für heute. Ein paar Gedanken dazu. Auch wenn das Video heute schon etwas dunkel ist. Wir merken, ich merke, es wird halt langsam Winter. Die dunkle Jahreszeit kommt. Und naja, das Thema ist ja auch etwas dunkel. Von daher denke ich, passt das ganz gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.